2,2 Millionen Jungen spielen in den Vereinen der Bundesrepublik Deutschland Fußball. Sie alle träumen davon, zu jenen 11 Auserwählten zu zählen, die das Trikot der Jugendnationalelf tragen. Einer davon ist Mani der Libero. Die Arminen haben wegen eines rowdyhaften Verkehrsdeliktes Wochenendbußarbeit in einem Krankenhaus geleistet. Vereinspräsident Wehmeier hat das alles mit dem Mut der Starken als Freundschaftsbrücke zwischen Sportlern und Behinderten getarnt. Mensch, mach doch nicht so Schmackes, das stinkt doch. Heavy Sound, nicht? Hast du den Auspuff frisiert? Natürlich nicht. Meinst du, ich will Ärger mit der Polente? Als ob die Polente was ausmachen würde. Du hast doch nur Schiss wegen der Mädchen. Ha. Du meine Fresse, ich muss zur Mathe. Und ich zu Patzig, den Schinder. Tiefenmassage, da schlaft ihr leicht. Ich auch. Man muss ja schließlich fit bleiben. Und wir sind zum Spezialtraining mit Ziervogel verabredet. Los, Leute. Hey, Walter! Ballblind, was? Hopp! Kommt, Männer! Unsere fürstlich entlohnten Betreuer warten. Und der Vater Adamin zieht Fehlstand vom Taschengeld ab. Hey, Walter! Achtung, Walter! Scheiße! Sag, Walter, ist dir der Ball zu klein? Manni, du hast mich zu spät gerufen. Hey, was ist denn mit dir los? Nichts, hab ne Fliege ins Auge bekommen. Fliegenfänger. Ich dachte, du bist Fußballspieler. Warten lassen. Ach, das dürfen Sie nicht persönlich nehmen. Es gibt nur den mathematischen Unsinn, den Sie uns erklären wollen. Ach Mann, ich will euch doch helfen. Ihr braucht Mathe das ganze Leben lang. Verdammt uns doch bitte nicht die Feuer. Zum Tore zählen genügen immer noch die Finger. Aber merkt ihr, um Medizin zu studieren, brauchst du immer noch 1,2. Ha. Mann, hier hat einen Durchschnitt von 3,6. Na toll, da kann er dreimal Medizin studieren. So, weg, lieber Penner. So, jetzt komm. Was fuhrwerkst du denn mit deinem Daumen herum? Hast du ihn verstaucht? Herr Patzek, ich habe an jeder Hand 2 Daumen. Ich habe Angst. Na, dann ist ja gut, dass du Fußballer geworden bist. Au! Ja, siehst du, deine Reaktion ist völlig normal. So, nun lauf mal ein paar Runden. Sehr gut. In den Fuß. Schärfer. Was soll denn das sein? Ausgezeichnet. Nicht so kraftlos. Besser platzieren. Schneller schießen. Na bitte. Herrschaften, Schluss für heute. Ich gebe jetzt die Mannschaftsaufstellung für das Mittwochspiel gegen die Kreuzberger bekannt. Tor ist klar, Robert Klein. Kalle, du spielst linker Verteidiger. Nimm dir aber den Rechtsaußen von den Kreuzbergern genau vor. Der geht immer links vorbei. Willi Witt spielt rechts und Rudi Kunze spielt diesmal nicht Vorstopper. Das erwarten die Säcke nämlich. Diese Aufgabe übernimmt Lutz. Du bleibst aber im Mittelfeld und ziehst dich immer blitzartig zurück, ja? Wir spielen mit 2 Sturmspitzen. Hein Bollo und Walter Schieske. Walter, pass auf deinen Kopf auf. Gegen dich spielt zwar der kleine Ötschel, der springt aber lausig hoch und trifft leicht dein Kinn oder die Nase. Manni, für dich habe ich ein paar Sonderaufgaben. Du machst den Raum zwischen der Nummer 5 und Nummer 7 von denen dicht. Die beiden machen das Doppelpassspiel, da gehst du rein. Raumdeckung wird auch mal Zeit. Was? Alle modernen Teams spielen Raumdeckung. Ich bin der Trainer, klar? Klar. Also, die Nummer 5 ist schnell, schießt mit beiden Beinen und trifft die Knochen, wenn er gereizt wird. Also, Manni, halt dich zurück. Ich habe noch nie eine Karte bekommen. Das heißt, heute Abend Punkt 9 Uhr ins Bett. Ist das klar? Ja, klar. When your world turns around, baby.
Was hat der Willi da für eine Tante bei sich? Uiuiui, hat immer viele Schräubchen. Mann, du kannst wohl nie genug kriegen. Ich bin doch nicht so ein Mönch wie du. Ich sage euch, keine Existenzgeschäfte aufbauen. Das kostet das Personal. Spielen wird die Vereine abstauben, bis es zum Mietshaus langt. Und dann die Mieter die Rente zahlen lassen. Ist doch viel zu langweilig. Wenn man so einen richtigen Namen hat, kann man vielleicht eine Agentur bekommen. Eine Agentur? An sowas habe ich auch schon mal gedacht. Warum war's denn? Ist doch scheißegal. Hauptsache es geht ein bisschen lebhaft zu und die Kohlen stimmen. Mensch, weiter, der Tanz mit deiner Witwe. Lass ihn, der wird auch noch checken, dass nichts dahinter ist. Tiefunkel hat auch einen großen Keks. Wieso soll ich hinten hängen spielen? Ich denke Sturmspitze. Neue Taktik. Die Kreuzberger haben die letzten 4 Spiele gewonnen. Herrschaften, um 9 Uhr heißt es ab ins Bett. Jetzt ist es 11. Trainer und kleine Kinder sollten längst schlafen. Danke, Kumpel. Hast du Feuer? Wann raus denn du? Seit jetzt. Ausgerechnet von mir Feuer wollen. Du hast wohl in London gehört, du Nachtwächter. Was hab ich denn nicht stolz dahin getan? Ach ja, hier. Dann werden wir dir mal eine feuern. Würdest du mich auch lieben, wenn ich Handballer wäre? Wer redet denn von Liebe? Was macht denn Ihre Frau auf der Kreuzberger Seite? Sie organisiert in den Verein. So, das werden meine Gorillas aber nicht gerne sehen. Nein, 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 nein. Ich bin bei Ihnen angestellt. Und mein Sohn spielt für Sie Fußball. Und meine Frau ist ein freier Mensch, die kann machen, was sie will. Mach den Mund zu, Manni. Tag. Tag, Manni. Hey, Manni, wo rein? Hey! Aber bist du geknackt? Nee, im Gegenteil. Das ist passiert. Eine reine Katastrophe. Ich weiß auch, wer schuld daran ist. Wir! Der Wind. Die spielen ja gegen den Wind. Da gucken Sie doch mal die Fahne da an. Die müssen gegen den Wind spielen. So schlecht sind die Jungs doch gar nicht, oder? Ganz sicher nicht. Außerdem, auf der Seite steigt der Platz ja auch noch an. Eben. Sie muss am Platz liegen. Ja. Aus dem Weg, ich brauche Holzer! Achtung, Gilly, Gilly! Ende, Ende! Kalle, halt ihn auf! Voll Achtung! Halt, Achtung! Ja, ja!
schon, schon, schon. Abend, Abend, Abend. Ich hab das Gefühl, wir haben euch Pech gebracht, oder? Läuft nicht so recht. Wieso hast du nicht geschrieben oder angerufen? Freust du dich nicht? Manni, du musst links durchflanken. Links, da haben sie die ganze Bude offen. Mhm. Ich muss ihm was Wichtiges sagen. Es gibt nichts Wichtiges zu sagen. Verdammt nochmal, wir liegen 1 und 3 hinten. Weiß ich selber. Grenz nicht. Hast du keine Ahnung, was für ein Tag heute für mich ist? Genauso beschissen wie für uns. Stell dich nicht so an. Also von Trainern habe ich ja keine Ahnung. Aber unsere Taktik ist ja wohl leicht zu durchschauen, oder? Und ich rief, wie lange ihr gestern gesoffen habt. Ah, wenn schon. Schneller sind wir immer noch. Noch. Verdammt nochmal, Helga, haben Sie nichts zu tun? Was denn? Soll ich Tore schießen? Die Kreuzberger sind sehr, sehr gut. Aber eins könnt ihr tun, wenn ihr eine Mannschaft seid. Bleibt auf euren Plätzen. Aber tut, was sonst immer der andere tut. Nur zum Täuschen. Und dann spielt dem zu, der weitermachen kann. Klar? Hier, geben Sie das Ihrem Sohn nach dem Spiel. Ein Traumtor. Dafür kaufe ich meinen Schuh, einen Kasten Limo und eine Runde Currywurst und Pommes. Soll ich schießen? Du spinnst wohl. Links unten. Oh, das ist der komplette Wahnsinn. Macht nichts, kann jedem passieren. Was ist los, Walter? Ach, nix. Hast du nie daneben geschossen? Reichsberger,
Städte lang. Ja. Jetzt fangen wir eins langsam an. Das hättest du aber auch selber schießen können. Hätte ich auch, es muss ja nicht jedes Tor von mir kommen. Sag mal, bist du so ein Ekel oder tust du nur so? Ich bin schon Fußballprofi, du willst es werden. Das verstehe ich nicht. Jetzt wissen die Kreuzburger nicht, wann wer was von uns macht. Du bist ein toller Spieler. Sag ich doch. Kommst du nachher noch mit zu uns? Du bist prima, Mann. Martina. In einer halben Stunde bin ich geduscht. Ich warte. Mensch, was für ein Tag. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du bloß nichts gesagt? Gut gemacht, Mann. Noch eine Klasse besser als bei uns früher. Und in Mathe stehe ich jetzt zwischen 3 und 4. Darf Bettina noch mit zu meinen Eltern? Ich meine, ist ja ein Klassenausflug. Sagen wir mal so. Wenn Bettina sich unerlaubt von der Truppe entfernt, werde ich sie erst heute Abend ab 10 Uhr suchen lassen. Ah? Danke. Der Ivo, erinnerst du dich noch an den kleinen Italiener? Klar. Der hat schon 3-mal in der Westfalen-Auswahl gespielt. Super, der Junge. Der Fritsch hat eine tolle Mannschaft zusammengekriegt. Natürlich nicht so wie mit dir, einer Kürbs und Bohne und so. Aber sie sind schon wieder Zweite in der Tabelle. Ach hier, meine Lieblingskassette von heute. Wurde auch langsam Zeit. Immer das Gleiche ist ja langweilig. Du? Naja, nur in der Musik. Kannst du mich nicht vorstellen, Manni? Ich bin Walter und du? Das ist Bettina. Die Bettina? Genau. Bettina, du hast deine Manchester-Team gemacht. Oh. Nicht hier, Manni. Hier ist es so hell. Hier dunkel genug? Ja. Bis morgen. Ich komme drauf. Manni, das geht nicht. Bettina? Ja? Wenn du auf dem Zimmer bist, kannst du dann das Licht 3-mal an- und ausmachen? Damit ich wenigstens weiß, wo du schläfst. Mach ich.